Also, legen wir gleich los. Spiel gegen Schalke steht vor der Tür. Wir brechen bald auf mit der Mannschaft, deswegen direkt mit Fragen einsteigen. Warum war mein Kranker am Donnerstag nicht im Kader? Ist er geschont worden? Nee, er war krank. Er hat Bronchitis gehabt und konnte nicht. Wenn er krank ist, hat er immer wahnsinnig Hustenmus. Training vorher, es ging einfach nicht. Und morgen geht's wieder. Dabei, ja. Und frei ist mit seinen Sachen deswegen? Nicht dabei. Kerk auch nicht. Was kann der? Der hatte da oben unter den Zweiter geführt, hat er eine Stauchung am Hüftbeuger. Also so eine. Hat ihn reingestaucht, ist nicht dabei. Und Diane angeschlagen mit Knieproblemen. Müssen wir schauen. Geht aber mit. Muss jetzt gar nicht mehr mit dem Uwe sprechen, aber. Gibt's Fragen? Das heißt, die Mannschaft stellt sich praktisch nicht mehr an. Es gibt nicht so viele Alternativen. Ja, genau. Es gibt nicht so viele Alternativen, weil da halt dann doch zu viele angeschlagen haben schon. Verletzte, ja. Aber ey, mal so eine Frage. Pavel Kürmasch, dritte Spielfolge, geht, oder? Pavel Kürmasch sieht jetzt ganz gut aus. Hat heute ganz gut ausgesehen und ist der zweite Tag nach dem Spiel. Anderthalb, ja. Das ist eine erfreuliche Geschichte, ja. Schalke war erfolgreich, macht es das schwerer? Würde ich nicht sagen. Schalke ist, in Schalke zu spielen, ist immer eine große Herausforderung in die jetzige Situation für uns eh. Aber die Jungs sind bereit, alles zu geben und wirklich die letzten Körner aus ihrem Körper rauszuholen. Und das habe ich ja schon am Donnerstag gesagt und es ist auch nicht so jetzt, dass wir in der Kabine sitzen und es wird kein Wort mehr gesprochen oder so. Überhaupt nicht. Das muss man wirklich sagen. Sie gehen sehr gut mit der Situation um und stehen immer wieder auf. Und es ist das Entscheidende, dass man das hinkriege, dass man mit einer guten Haltung die Sache verarbeite und immer wieder aufstehen. Und das haben wir auch jetzt wieder gemacht. Aber wenn wir am Donnerstag haben, waren wir schon traurig, wenn wir gerne weiterkommen wäre in Europa und wenn man eine Chance hatte. Aber jetzt ist es abgehakt. Grüß Gott. Bei der Analyse des Gegners, Boateng, hängen Fragsdorf, wie geht man in Schalke an auswärts? Wie will man die stoppen? Was ist mit der Analyse rausgekommen? Ja, Draxler will nicht spielen, ist verletzt. Ja, Schalke spielt gerne auch mit einem langen Ball. Spielt die Spielverlagerung auf Fafan. Lässt den Gegner gern spielen. Um in den Konter zu gehen, ist gar nicht drauf erpicht, selber Spiel zu machen. Darauf müssen wir eingestellt sein, dass man, wenn man den Ball habe, Entschuldigung, versuche ballsicher zu agieren und Ball laufen zu lassen. Und nicht Schalke einzuladen, dass sie ein um der andere Konter fahren können. Und selber versuche, konstruktiv nach vorne zu spielen und über Ball Staffette dann auch uns Tor Chance zu erarbeiten. Natürlich, klar, sofortige Umschaltbewegung nach Ballverlust ist elementar wichtig, weil sie so sehr schnell sind. Sie hatten wieder nur wenige Tage Zeit. Wo legt man da einen Schwerpunkt, wenn man so eine kurze Vorbereitungszeit hat? Ja, im Training gab es keine. Kannst jetzt, wir sind ja jetzt auch im 25. Spiel, glaube ich, in der kurzen Zeit, jetzt gab es keinen Schwerpunkt. Jetzt gab es Regeneration und heute haben wir ein Eck gespielt und ein bisschen Torabschluss und so gemacht. Weil jetzt geht nichts mehr in den Kopf, morgen wird es besprochen, es geht einfach nicht mehr. Wenn du jetzt noch einmal taktisch kommst und so, wir haben so viel gearbeitet und so viel Videoanalyse und alles gemacht. Jetzt wäre es falsch gewesen. Morgen wird alles dann im Detail besprochen.
weitere Frage? Wie sieht's aus bei euch? Man kann auch aufhören. Ja. Hat keiner mehr was? Alle versorgt soweit? Gut. Rekordverdächtige Länge. Danke. Danke. Nur schau. Wieso nicht? Eine Warnung, dass du den Zeit hast, aber.